Mich hat besonders fasziniert, dass wir ja in drei Sparten bewerten dürfen und ich auch alle drei Sparten mit großem Interesse und großer Begeisterung wahrgenommen habe. Es ist auch gut für die Juryarbeit, weil man dann immer mal entlastet ist. Also man kann dann auch, nachdem man sehr viele literarische, belletristische Titel gelesen hat, einmal in ein Sachbuch eintauchen und wieder etwas Neues lernen. Oder man kann in etwas historisch Fremdes eintauchen, in einer Übersetzung, in ein ganz anderes Jahrhundert, ins Mittelalter. Und das Besondere am Preis der Leipziger Buchmesse ist diese Vielfalt in den Sparten und auch, dass wir unter den Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das finde ich auch sehr schön. Also, dass da Literaturkritiker dabei sind und dass wir aber auch die Möglichkeit haben, uns über die Kenntnisse, jemand wie Burkhard Müller, der von der Universität kommt und des Lateinischen mächtig ist, uns gegenseitig zu befruchten.